Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening der Wald der roten Blätter im Bonuskapitel und wir waren zuletzt bei diesem Rätsel hier. Und ich renne da gerade im Hintergrund den 19. Part und bin gerade so frustriert darüber, wie es zuletzt lief. Sowas ärgert mich immer total, dass ich dachte, das werde ich ja wohl schaffen jetzt und ich muss einfach nur wieder ordentlich lesen. Hier steht, Tipp, beachte das Muster in den einzelnen Zeilen. Ich denke, was für Muster in den Zeilen? Na klar. Das wiederholt sich hier einfach immer nur. Das sieht man hier ganz gut, finde ich. Und wenn ich hier dann einfach ein Y, ja, Pip, reinsetze, dann glaube ich, ist das so... Ist das ja eigentlich dann ziemlich einfach, oder? F, B, Y... Obwohl... Ja, dann mache ich da doch auch einfach so ein. Oder nicht? Ich lasse den mal einfach stehen. F, B, F... B... F, B, F... Und hier wieder BBB. Dann lasse ich das nämlich auch so. Ja. Hier kommt so ein F. Hier weiß ich gerade nicht. Ich glaube Schleife. Schleife. Hier wieder ein F. Nee, ist falsch. Warum denn? Wahrscheinlich so ein Y, ne? Ja, so ein Y. Deswegen macht das auch nicht mehr Bärung. Bärung macht das immer nur, wenn das falsch ist, ne? Weißt du Bescheid. Ja, dann, komm jetzt. Ich mach mal den letzten hier, den anderen mag ich gerade nicht. Schleife Y, Y nicht? Ach so. B, Schimmel, Schimmel, Schleife. Auch nicht. Bin ich doof? Der. Und das weiß ich jetzt nicht. Ja, was ist denn mit hier? F. Und der war noch falsch. Ich überlege einfach mal den mal nicht. Der. Hä? Irgendwas ist noch falsch. Okay, ich finde mal den Fehler. YYB. F würde doch dann eigentlich passen, oder nicht? Ja. Aber hier die rechte Seite verändert sich ja. Schleife YB. Schleife YB. FFF. FF. Aber hier sind nicht zwei Fs nebeneinander. Ich lasse das F aber mal. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Der Fehler ist bestimmt hier. FFB. BYY. Wieso kommt dann hier so eine Schleife? Das irritiert mich. Ich probiere die aus, die gehen. Das muss ja dann stimmen. Also Schleife. Ach so, weil zweimal der Buchstabe, zweimal der, dann der und jetzt kommt zweimal die Schleife natürlich. So, dann gehe ich noch eine Zeile drüber. Ist hier noch was falsch? Ist die Schleife richtig? Ich denke ja, die lasse ich mal so. Was ist mit dem hier? Ja, das ist auch richtig. Irgendwas falsch? B, F, Y? Das könnte falsch sein. Aber der sagt nicht, dass es falsch ist. Nee, das ist richtig. Wo ist denn der Fehler? Hä? Hier oben vielleicht doch nochmal. Will ich die Eule nehmen? Oh, der war falsch. Das war der einzige, den ich nicht überprüft habe. Menno, ich krieg's aber auch nie hin, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Bei diesem Spiel hier, ich weiß nicht. Das ist so... Wo ich doch Awakening eigentlich immer so mag, würde ich fast sagen, dass es in diesem Spiel so... nicht so super immer lief. Und hab eine Kristallkugel. Die Kristallkugel, ach, das ist...
Das ist für die Hexe da draußen. Man hat sich ja immer, oder ich habe mich ja immer gefragt, was die nochmal hält in der Hand. Jetzt fällt es mir ein, die Kristallkugel. Tada! Leucht. Und jetzt habe ich eine Eisphäre. Und die gehört nicht da rein. Okay. Dann nicht. Dann eben nicht. Also das wäre ja komisch, ne? Da fehlt zwar ein bunte Steine, aber ich... Das kann nicht richtig sein. Das weiß ich so schon. Und da fehlt eine Karte. Die baller ich ab mit der Eisphäre. Dann ist Schluss mit den Vögeln da draußen. Es reicht mir jetzt hier. Mit euren Rätseln. So. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Ah, hier kann sie bestimmt rein. Yippie, yuppie, yuppie, yuppie. Genau. Und dann habe ich eine Sonnentafel. Und die Sonnentafel, da muss ich schon wieder zurücklaufen. Nee, nicht da langlaufen. Ganz zurücklaufen, natürlich. Und dann, dass wir da wieder auf die Terrasse zu den Stühlen kommen. Damit ich die Karte hier einsetzen kann. So. Emblem der Elemente. Ja, Moment. Ist das ein Spielstein? Ich glaube schon. Ja. Wähle die Drachen aus, um die Embleme der Elemente an die richtige Stelle zu bewegen. Yippie-yay, Schweinebacke. Was ist das denn hier? Oh nein, jetzt... Oh Gott. So. So. Und jetzt darf das hier nicht mehr eigentlich verändert werden. Ich würde sie eigentlich von oben nach unten auch nochmal gerne, aber anscheinend soll ich das so schaffen, was ich nie... Wie denn? Das ist voll schwer. Ach, das geht ja doch. Ich kann sie auch so. Aha. So, so. Das geht also auch. Ist ja interessant. Das ist natürlich nicht gerade toll, was ich hier machen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber richtig kompliziert hier, finde ich. Mal so, irgendwie, muss man ja mal sagen. Kriege ich denn die roten da weg? Das ist ja total doof. Nee, das will ich gar nicht. Ich will die ganzen roten hier auf der Seite haben. Je mehr rot da, desto besser. Da den blauen könnte man ja einen runtersetzen. Und dann die so rüberholen. Voll blöd irgendwie. Nee. Alle wieder rüber. Je mehr rote, desto besser, wie gesagt. Total Kuddelmuddel. Also das ist ja wohl mal ein Rätsel hier, oder? Also ich meine, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das ist total schwer teilweise. Also es ist natürlich nur so ein untereinander Getausche, ist klar, aber macht das mal so ein paar Stunden, ne? Da... Ich möchte diese Reihe ganz gerne eigentlich mal bewegen, genau. So. Und der müsste jetzt runter mal kommen. Nee, das war doof.
Das ist untereinander jetzt egal wieder. Ach nö. Das gefällt mir nicht. Lieber beide so in die Reihe. Alle wieder zurück. So. Und dann der blaue müsste mal nach oben, genau. Und der muss jetzt... Naja, so geht's auch. Oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß doch auch nicht. Der ändert ja auch immer nur die blöde zweite Reihe. Das ist ja auch das Problem. Ist schon mal eine Menge Blau drüben und eine Menge Rot drüben. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, ja, aber wie kriege ich die? Also der muss jetzt den... Nee, das war schon wieder blöd. Obwohl... Nee, das ist... Nee, machen wir mal doch lieber so, weil da so drei hintereinander sind. Das ist dann nicht so schwer. Den hol ich mal in die Reihe. Und... Darf ich die dann... Ja, doch, machen wir es mal so. Aber es geht ja immer nur die zweite Reihe. Schon wieder das hier. Ach Mann. Voll blöd irgendwie. So. Weil der ja immer nur diese Reihe macht. Das ist es ja. Ach ja, den kann ich doch da austauschen. Dann muss ich doch nur den... Nee. Kommt mal alle wieder zurück. Ich versuch's echt. Also es ist echt eine Fummel-Friemel-Flümmel-Arbeitchen, ne? Der muss jetzt eigentlich wieder so nach oben gerückt werden. Oder wie soll ich das jetzt machen? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Weil die Reihe kann ich nicht bewegen. Das ist ja der Blödsinn. Man hätte echt schon lange genug gedreht, finde ich, wenn man hier jede Reihe hätte drehen können. Das hätte schon genug Arbeit gemacht. Aber dann auch noch so die Möglichkeit zu nehmen, dass man nur eine Reihe drehen kann, finde ich echt blöd. Gebe ich zu. Ah ja, okay. Ich habe manchmal Schwierigkeiten dann echt einfach, wenn man dann dreht, dann, oder sagen wir mal, bei mir ist so, wenn ich dann was falsch mache, dann bringt mich das schon wieder so aus dem Konzept, was ich eigentlich drehen wollte sozusagen. Und das ist immer so ein bisschen das Schwierige bei mir, weil ich dann immer denke, war es jetzt der oder der? Aber eigentlich muss man sich ja nur merken, dass die Mäuler in die Reihe zeigen, die man drehen kann, oder? Nee, hilft bei dem nicht, weil der nimmt die Reihe da drunter. Und der hier nimmt die da unten. Das Konzept ist also auch nicht so das Wahre. Merke ich gerade. Gut. Ganz viel Grün da bitte hin. Ganz viel Gelb dahin. Hier machen wir mal den hier. Und hier machen wir mal
Okay, das machen wir, bringen wir mal wieder rüber. So. Das ist in Ordnung. Was machte der nochmal? Ach ja, so machte der. Dann muss ich die ja in die Reihe eigentlich nur bringen. Oder? Aber der dreht ja immer nur da. Welcher drehte der nochmal? Die Reihe. Ja, dann geht das ja vielleicht doch. Nee, das muss in der Reihe bleiben. Ich muss die Grünen da eigentlich rüberkriegen. Oder die Gelben eher auf die. Oder wie auch immer man es sehen will. Oh, wie mache ich das jetzt wieder? Das schaffe ich schon. Ich schaffe das schon irgendwie. Wenn ich das andere geschafft habe, schaffe ich die Reihe auch. Es gibt einem wenigstens so ein bisschen Mut wieder. Der Hammer, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind ja jetzt schon wieder bei 15 Minuten nur für dieses blöde Rätsel. Och Manno, warum brauche ich nur so furchtbar lange? So, die sind da jetzt schon mal drüben. Noch zwei Stück muss ich austauschen. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Der darf auch rüber und der auch. Ja, oh Gott sei Dank, ich habe es geschafft, ey, boah. Yippie. So, ich habe eine Zwergtafel bekommen. Zwergtafel, 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 Zwergtafel. Muss ich gerade überlegen, wo ich damit hin soll? Was habe ich hier denn noch zu tun überhaupt? Warum kann ich hier eigentlich noch rein? Frage ich mich. Was ist hier noch? Keine Ahnung. Was war da hinten? Da nix, hier was. Kann ich die hier reinsetzen beim Zwerg? Achso, oder da in die Mitte, genau. Also brauche ich noch die andere Hälfte. Ich habe irgendwas noch voll übersehen. Ja, die brauchen noch eine andere Rose, definitiv. Aber da hinten waren keine Rosen mehr. Was war hier noch zu tun? Auch nix. Ist einfach nur, ne, nix. War hier vorne noch was? Habe ich hier noch nicht alles getan? Nö. Also ja, habe ich. Aber nö, kann nichts tun. Dann gehen wir mal wieder weg. Ach, bring mich mal dahin, wo ich hin soll. Ich soll hier hin? Warum denn? Da gibt's was, was ich... Ach, da gibt's noch was. Meine Hände sind zu groß. Mit was lässt sich das Ding öffnen? Ach so. Ach so. Ach so. Aha. Mhm. Okay. Ja, ja. Alles klar. Da gab es noch was zu tun, habe ich übersehen. Und ich will da hin. Ich will da hin. Ich will ins Häuschen. Hinein. Mit dem Vogel. Tada. Fenster offen. Der Vogel sieht krank aus. Wie kann ich ihn aus dem Nest nehmen? Oder ihn, ohne ihn zu verletzen? Mit dem mechanischen Greifer. Nimm ihn dir. Und ich habe einen Vogel, den Vogel bringen wir zur Trellerfamilie und ich wette, ich soll mit dem Musikblatt gleich irgendeine Musik machen. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Bringen wir den Vogel dahin? Seid wieder alle glücklich und singt mir etwas vor. Ich glaube, sie wollen ein Lied zwitschern, aber welches? Was habe ich gesagt? Ja, was habe ich gesagt? Wähle zwei Vögel aus, um ihre Plätze zu tauschen. Ihre Größe und ihr Zwitschern entspricht den Noten auf dem Notenblatt. Okay, so Musikkram... Das kriege ich ja dann doch noch immer hin. Das ist so der... Der hier.
Okay, dim, dim, dim. Ach so, ja. Ich mache hier gerade so einfach dim, 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 dim. So, man Tonleiter irgendwie einfach hochgehen. Sollte ich vielleicht nicht tun. Und mein Telefon klingelt. Einen Moment, bitte. Sorry. Yay! Jetzt wurde ich auch noch angerufen. Okay, ich hab denjenigen, in diesem Falle diejenige, aber abgewimmelt. Ich habe gesagt, ich bin in der Aufnahme. Denn ich muss hier die Musik machen. Das ist sehr wichtig. Ich suche eigentlich so einen Hohn. Weil das hier ist ja so der höchste Ton. Dann kann man ja schon mal so den tiefsten und den höchsten nehmen. Dann hat man das schon mal geschafft. Das Problem ist, ich würde es gern einfach mal hören. Einfach mal die Reihenfolge hören. Weil sobald ich hier drauf drücke, ja, schön tauscht er sich. Okay, oder auch nicht. Ich darf halt nicht beide so anklicken. Und die Hintergrundmusik, die irritiert mich auch total. Aber ich gebe mir Mühe. Nee, nö, 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 im Hintergrund. Also ich glaube, die beiden sind schon mal richtig. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen nach Farbe gehen, merke ich gerade. Wäre schön. Okay, da muss ein hoher hin. Und der müsste theoretisch hierhin. Ja. Weil das ist der Ton, der nach dem hier kommt. Glaube ich. Und, warte. Okay, das ist der. Der muss an die zweite Stelle dann. Nee, der ist tiefer. Oh, ich krieg's langsam raus, aber das Hintergrundgedudel nervt. Der muss an vierte Stelle. Weil wenn man die Tonleiter wieder runtergeht, gehe ich vom höchsten aus. Nehme den da drunter. Das wäre die Note hier. Und der ist halt an dieser Stelle. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Nee, wieder tauschen. Thank you.
Vielleicht gibt es ja auch schon eine Melodie, die man erkennen könnte. Wäre auch schön. Ich glaube, der ist zu tief. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Was soll ich machen? Gibt noch einen 21. Part. Was soll ich machen? Der wird sonst viel zu lang. Ich muss noch weiter dudeln im nächsten Part. Und dann hoffe ich mal, dass das Bonuskapitel irgendwann mal beendet ist. Aber wir werden es jetzt zusammen sehen im nächsten Part. Bis dann!